Rolf und Anna-Marie Betz kommen aus Bayern, aus Possenhofen. Wie sie mit einem Lächeln sagen, von dort, wo die Lieblingskönigin der Ungarn Sisi geboren ist. Die Geschichte, wie sie nach Salkau gekommen sind, hat mit einer Jagd und einer Freundschaft kurz nach der Wende begonnen. Der hat mich dann mal eingeladen zur Jagd nach Ungarn. Und ich bin dann auch hingefahren, war sehr schön und wir haben uns dann kennengelernt und dann bin ich öfters runtergefahren. Und eines Tages kommt der Bornemisser zu mir und sagt, du, ich habe einen, der möchte unbedingt mit Deutschen ins Geschäft kommen. Jetzt kommt das Bayerische bei mir und hat mir gesagt, der kann mir doch einen Buckel runterrutschen, ich habe genügend Arbeit. Der war aber hartnäckig, der war sehr hartnäckig. Zum Schluss kam es zu einer Geschäftsbeziehung und 1997 haben sie in Sexside eine Firma gegründet. Eine Feinmechanikfirma, die bis heute mehr als 100 Angestellte hat. Wir haben dann damals gesagt, wir bauen uns hier ein Sommerhäuschen, weil wir dann doch immer mit der Firma hin und her und auf und nieder. Und dann haben wir das Häuschen hier gebaut. Das war ein Problem. Ich glaube, das glaube ich nicht benennen, dass die Hand, das Deutsche, das, dieses Deutsche, die bauen hier das Laissez-faire von den Italienern oder was weiß ich, die bauen das halt. Und wir sind ja Pfennigfuchser, wir schauen da was und überall. Es war eine Katastrophe hoch 10. Ja, es steht noch das Haus, wir sind auch noch da. Wissen Sie, wir haben schon auf der Volkshochschule Ungarisch Kurse gemacht, die natürlich innerhalb einer relativ kurzen Zeit sehr kompakt sind. Und für uns Deutsche ist Ungarisch, das ist nicht böse zu verstehen, eine unlogische Sprache. Wir können uns schon unterhalten, ich kann auch einen Witz erzählen und so weiter, aber wenn es halt juristisch wird oder so, dann ist es schwierig. Das Zweite kommt dazu, in der Firma habe ich zwei Damen, die perfekt Deutsch sprechen. Jetzt kommt natürlich wieder die bayerische Faulheit. Warum soll ich was machen, wenn die anderen für mich machen? Ne? Als Rentner wohnen sie ständig in Salkau. Ihre zwei Söhne, Schwiegertöchter und Enkelkinder leben in Bayern. Rolf und Anna-Marie Betz sind der Meinung, wenn sie schon in Salkau leben, ist es selbstverständlich, dass sie die örtlichen ungarndeutschen Veranstaltungen und den Kindergarten mit verschiedenen Spenden unterstützen. Also wir haben einen Weinberg, ich baue Blaufränkischen an, ich habe die Herstellungsgenehmigung. Ich habe schon Goldmedaillen gekriegt für meinen Wein. Und da spendieren wir natürlich auch immer was. Jetzt, wenn die 30-jährige Jubiläum war, da haben wir natürlich den ganzen Rotwein spendiert, weil da wir sehr viel Rotwein haben. Und da war er natürlich sehr, sehr froh, weil sie nichts dazu kaufen müssen. Und da bleibt der Etat natürlich etwas stärker erhalten. Und das tut dem deutschen Club natürlich gut. Und dazu sind die Deutschen auch da, haben wir gesagt. Und das freut uns natürlich sehr. Und wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, also dass der Bürgermeister, der Palfi, sagt, ja, er bräuchte was für irgendwelche Feierlichkeiten, dann bekommen sie natürlich immer, auch wir haben auch Schnaps, wir verkaufen es nicht, aber wir verschenken es. Und dadurch kommt natürlich viel Freude im Dorf ab. Wenn ich das Böse sagen darf, dass in Europa eine allgemeine Verwahrlosung stattfindet. Traditionen werden nicht mehr so hoch gehalten wie früher. Hier sieht man deutlich, die Teilnahme bei dem Deutschen, die sind schon etwas veraltet. Die Jungen, das bei den Jungen merkt man, das ist ein Pflichtfach. Die kommen nicht so sehr von sich. Also die Minderheiten, ich glaube, dass das vergehen nicht ganz, aber irgendwann ist es Geschichte. Das ist aber nicht bloß für die Deutschen, es ist für die anderen genauso. Die Jugend will was anderes, die haben diese Interessen, die haben diese Interessen. Und das Alte kommt vielleicht erst wieder, wenn sie selbst älter werden. Vereine, die mehr Motivation geben, Reise nach Deutschland und Freundschaften können dabei auch helfen. Die Familie Betz hat viele Freunde in Salkau. Sie fühlen sich hier zu Hause.